Hallo meine lieben Unterbodenschutzfreunde. Heute gibt es das versprochene Video mit dem DKS-Profi, mit Michael. Der kommt um 1 Uhr. Jetzt ist es 11 Uhr und ich bereite inzwischen den Dacia vor. Da haben wir einen Dacia Docker. Der ist schon 1,5 Jahre alt. Erstzulassung ist März 2019 und hat schon 45.000 Kilometer um. Den tun wir jetzt in die Werkstatt und dann schauen wir uns einmal an, wie der nach 1,5 Jahren überhaupt ausschaut. Ein ziemlich fesches, großes Auto. Flügeltüren. Mega Platz eigentlich, gell? Hinten ein riesen Kofferraum. Innen hat er auch eine coole Ausstattung. Er hat sehr coole Ausstattung genommen. 45.330 Kilometer. Das ist lässig, da der Bildschirm. Das taugt mir immer gut für die Rückfahrkamera. Der hat den Radio da unten zu bedienen, das ist auch fein. Das habe ich nämlich bei meinem Hundeauto, bei mir Spaß. Also das war es echt zu schätzen, das ist richtig fein. Klimaanlage und alle Medien da, echt lässig. Feins Auto. Dann fahren wir mal rein. Also liebe Firma Dacia oder Renault, billig bauen ist gut und recht, gell? Aber wie kann man eine Radhausschale mit der Radlaufverbreiterung da vernieten? Das ist eine Frechheit. Das ist doch nicht zu glauben. Schlimm genug, dass man da zwei verschiedene Klammern hat. Gell? Zwei verschiedene Klammern. Dann 20er Dogschraum und mit einer Siemanus zwei solche Schrauben. Zwei verschiedene Schrauben, zwei verschiedene Klammern und da kann ich dann, wenn ich zusammenbaue, nochmal nieten, oder? Also das finde ich überhaupt nicht gut. Eine Frechheit. Für ein Radhausschalen zwei verschiedene Klammern, zwei verschiedene Schrauben und zwei Nieten. Das ist... Jetzt haben die das so gut verschachtelt da, gell, verschraubt und vernietet. Und trotzdem, schaut's her. Das Auto hat 40.000 Kilometer, ist 1,5 Jahre alt und es ist bis daher Dreck dran. Ja. Also finde ich richtig schlecht. Schau, was da rausgeht, gell. Muss ich dann mit der Druckluft noch rauslassen. Und das ist alles nass, gell? Das ist fett. Also richtig nass. Ja. Richtig übel, 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 übel. Also, da gibt's aber auch keine Bestnote, gell? Schlimm. Hallo Michael! Grüß dich, Gerhard! Das ist aber nett, dass du kommst und mir mal
als Profi deine Werkzeuge zeigst und deine Mittel vorstellst, mit denen du konservierst. Der Profi, glaube ich, bist du in der Richtung. Mir dann noch ein bisschen beraten und so weiter. Gern. Kurz zu mir, ich bin der Michael Wölfel von der Firma DKS. Wir vertreiben Hohlraum- und Unterbodenschutzprodukte für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Warum unterscheidet das ein bisschen? Ein Gebrauchtfahrzeug ist eigentlich schon, wenn es schon leicht verrostet ist, ist es mehr eine Rostreparatur, was natürlich viel, viel mehr Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt, als wie eine Konservierung bei einem Neufahrzeug. Wir setzen viel Wert auf unser Zweischichtsystem. Was heißt Zweischichtsystem? Das ist nichts anderes, als wir, ich tue in die Hohlräume und in die Falze, bei den Überlappungen und so weiter, ein dünnes, penetrierendes Material, das zieht rein, ist wasserabweisend, lasse das dann ablüften. Und für den Unterboden werden wir da heute einen Wachs hernehmen. Was hat das Vorteil vom Wachs ist, es wird grifffest, bleibt aber nicht klebrig oder ist nicht klebrig und es ist selbstheilend. Selbstheilend heißt nichts anderes, als wenn ich eine leichte mechanische Abnutzung habe oder einen Steinschlag habe, dann geht es, wenn es warm wird, geht es wieder zu und habe eigentlich eine gute Konservierung. Ich bitte auch bitte, dass wir da halt nicht Produkte oder detaillierte Produkte diskutieren oder so und bleiben wir einfach ganz neutral, weil der Gerhard und ich haben eigentlich gesagt, wir machen mehr oder weniger und wir schauen uns das an, die ganzen Werkzeuge und die, was man alles verwenden kann, Geräte für eine sinnvolle Konservierung. Und jetzt da die Sohn Gerhard, ziehe mich schnell um, ab ins Arbeitsgewand und dann geht's los. Danke, super Michael, gute Ansprache. So deckt halt der Profi ab, gell? Nicht so primitiv wie ich. Gut gemacht, Michael. Das schaut echt super aus. Was hast du denn da eigentlich? Das ist so eine Abdeckfolie. Ah ja. Ist ja ein Klebeband dabei. Das habe ich schon mal gesehen, gibt's ja. Gibt es in verschiedenen Grässen. Lässig. Kommen wir noch aufeinander kloppen. Na, das ist schon leicht. Das, weißt du was, das habe ich mir nie gekauft, ja, weil ich möchte, für was brauche ich das? Und jetzt schauen wir interessanterweise, was hat Dacia von sich aus an Rostschutz betrieben. Also ich kann gleich vorab sagen, nicht viel. Also sie haben da bei den Bremsleitungen was drauf, gell? Das biegt ein bisschen, also da haben sie was gemacht. Auch da vorne, da sieht man also einen schwarzen Hintergrund, gell? Da haben sie ein bisschen Korrosionsschutz gemacht. Und auch da im Motorträger innen drin ist ein Fett. Und ich kann sagen, dass die Dame bei mir Stammkundin ist seit vielen, vielen Jahren und das war nicht von mir. Also das ist nicht von mir. Das muss von Dacia ausgegangen sein oder von der Werkstatt, wo sie ihn gekauft hat. Das weiß ich nicht, gell? In den 1,5 Jahren und in den 40.000 Kilometer, da ist ein Winter dazwischen, ist natürlich die Narbe gerostet, die Antriebswelle und hinten habe ich auch noch eine kleine Roststelle erwischt da. Also es ist nicht der Rede wert, gell. Ah, und was mir noch aufgefallen ist, also karosseriemäßig haben sie lackiert und unter dem Lack ist ein Steinschlagschutz, aber in die Hohlräume rein ist nur so eine Grundierung. Also da spürt man überhaupt nichts von irgendeinem Schutz, gell. Wenn man da reinleuchtet, dann sieht man es auch, dass da nur so ein Lack oder Grundierung ist. Kein Hohlraumschutz, gell. Aber er ist noch relativ neu, es ist alles sauber, die Hohlräume sind noch tiptop. Interessanterweise hat er da, ist er da verbogen. Wie ist das gegangen? Der muss auf der Bühne gewesen sein, da, oder was? Keine Ahnung.
konnten wir jetzt nicht rausfinden. Aber man sieht auch da beim Flügel innen, gell, also da haben sie kaum Lack dran. Gell. Und auch da hinter die Rathausschollen oben, da ist kein Lack, da ist nur so eine Grundierung. Und auch da innen rein, da ist überhaupt nichts. Leider Motorträger haben sie ja fett rein, ist interessant. Ich glaube nicht, dass es von Dacia war, das war eher die Werkstatt, wo sie ihn gekauft hat. Gell, muss ich mal fragen, was sie denn gekauft hat. Also da ist echt nichts drin. Gell. Sieht man schon, gell. Da ist nichts drin, aber da ist was drin. Ist auch interessant, gell, weil die Rathausschollen war sicher noch nie unten. Wie sie das schaffen, weiß ich nicht. Weil ein anderes Loch gibt es da nicht. Es geht leider vorne rein. Da geht nichts rein. Naja, ich glaube, dass da einfach die Werkstatt, wo sie gekauft hat, schon ein bisschen Rohstoff betrieben hat, aber von Dacia, glaube ich, ist das nicht. Okay. Das ist unser Griechöl. Das spritze ich jetzt bei ganz leichten Roststellen. Spritze das vor, das ziehe ich rein und lasse das noch ablüften. Schon mal der erste Schritt. Ich kenne sie schon. Da haben wir eine kleine Stelle gehabt, da ganz wenig. Und vorne, da ist nichts mehr. Aber da die Narben und die Antriebswellen. Und das ist jetzt so eine Art Primer, dass das... Das wirkt, das wäre ein Primer, da habe ich einfach nachher da eine Haftbrücke für die nächste Schicht, dass das noch mal besser... Eine Haftbrücke für die nächste Schicht. Dass das da mit einwirkt, oder? Und wirkt zugleich als Roststoppend, dass einfach der Rost einmal nicht mehr weitergeht. Und das ist ein Öl, oder? Das ist ein... Griechöl ist aber auch auf Wachsbasis. Ja, passt. Griechöl auf Wachsbasis. Sehr schön. Und das lassen wir jetzt wie lange anlüften? Ungefähr eine Viertelstunde. Viertelstunde ablüften. Wichtig ist da eben ganz dünn. Ganz dünn. Nicht viel Material auf. Mhm. Wenn ich das jetzt sage, jetzt spritze ich da gerade punktuell her, ja. Das findet man gleich an. Hat überhaupt keinen Sinn. Nur ganz dünn benebeln, benetzen und genug. Ich habe das am Freitag hab ich wieder eingestellt von einem Toyota Hiace. Und zwar habe ich das dann das erste Mal hergenommen, das ML, und das ist mir ziemlich abgekommen. Und dann habe ich es ein bisschen vermischt. Und das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, oder? Das behaltet dann schon eine gewisse Griechfähigkeit, aber es rinnt halt nicht mehr so, oder? Ich sage, ein Produkt vermischen, du es immer verfälschen. Verfälschen. Ja. Es hat dann natürlich nicht mehr die Eigenschaft, gell? Weil wir spritzen in den Hohlraum sowieso ein dünnes Material, das hat mit dem Unterboden nichts zu tun. Mhm. Das ist ein eigenes Hohlraumwachs. Mhm. Da konsumieren wir noch die ganzen Hohlräume, auch die Motorträger, ganz wichtig bei den Fahrzeugen. Ja. Querlenker. Ja. Das ist nachher der nächste Schritt. Mhm. Okay, Michael, du fängst schon an. So, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir die Hohlräume konservieren. Das machen wir mit der Druckbecherpistole. Mhm. Kann man ganz normal jedes Litergebinde rein da. Ich habe da so Sonden dazu. Mhm. Das ist eine 360 Grad Sonde. Druck mal drauf. Das heißt, das Material wird nicht rein, da kommen nicht Unmengen Material rein. Ja. Da tue ich einfach das fein zerstäuben. Dass ich überall im Hohlraum, unten, oben, an die Seiten, überall benetze. Ich zeig das kurz. Ja, so ist es nicht so. Ah ja. Jawohl. Das ist eine super geile Düse, ja. Das mache ich jetzt überall. Und was hast du jetzt da für Material in der Pistole? Das ist... Da habe ich jetzt einen dünnen Hohlraum. Da sieht man schon, wenn ich das... Ein dünnes Hohlraumwachs. Ein Hohlraumwachs. Wenn ich da innen spritze, kommt es da schon daher und wenn ich sehe, dass da so leicht rauskommt, das tropft man nicht, das ist sehr, ja. Hat ein gutes Stehvermögen, mhm. Auch auf die Seitenwände und oben. Mhm. Und wenn das so ist, dann ist das überall benetzt, dann ist das genug. Schaut gut aus. Mhm. Das machen wir jetzt überall. Das schaut gut aus, ja. Ich fahre da aber ganz rein. Das habe ich schon genommen, das ist das. Dann ziehe das leicht raus. Mhm. Da auch wieder. Da sparen wir natürlich keine Arbeit an. Ich brauche nicht jeden Stopfen aufmachen. Stimmt. Da bin ich jetzt da auch. Mhm. Da fahre ich jetzt einmal ganz zurück. Ja, das geht bis da her. Mhm. Dann sollte das Material daher. Genau, schon da.
Ja, das ist ein super Fett für ein, oder ein super Wachs für den Hohlraum. Und das ML, was ich da genommen habe, das ist eigentlich nur ein Kriechödel, was man vorspritzt. Das ML ist für verrostete Fahrzeuge, wenn ich drinnen, wir haben ja das mit der Endoskopkamera schon geschaut, der ist jetzt rostfrei. Mhm. Da brauche ich das nicht, wenn ich innen schon eine Rostschicht habe oder viel Schmutz. Ja. Da spritze ich das ML rein, das kriecht direkt rein, das zieht einfach und tut den Rost stoppen. Also ich habe das live falsch gemacht. Ich hab das eingespritzt wie ein Hohlraumschutz praktisch, ja. Vollgas. Aber in Wirklichkeit darf man das nur einstäuben als Primer zum Unterkriechen des Rostes. Ganz genau. Weil der richtige Hohlraum ist ja eigentlich das. Das. Und den Vorteil habe ich bei dem Material, das ist transparent. Ja. Das kann ich auch überall. Bei den Türen, Motorhauben und so weiter, kann ich das einspritzen. Mhm. Wenn das ein bisschen nachsitzen sollte und es kommt einmal ein Tropfen raus, habe ich keinen schmutzigen Fleck. Ja. Und schaut gar nicht richtig am Tier aus. Ja, im Prinzip macht er das genauso wie ich immer. Das passt. Da zischt es richtig aus bei allen Löchern. Ich habe das live falsch gemacht am Freitag. Ich habe das ML einfach viel zu fett eingespritzt. Weil er hat mir ja wo ist denn das? Die habe ich ja aufgebraucht. Er hat mir nämlich das Dinitrol 1000, das ist das, was er jetzt in der Pistole hat. Das hat er mir gebracht, aber ich habe das nicht richtig verstanden, wie ich das richtig hernehmen muss. Jetzt habe ich es verstanden. Und für den Hohlraum werde ich mich wirklich auf das umstellen. Das ist wirklich besser. Ja. Bei rostigen Hohlräumen nehme ich das ML als Vorspritzöl, als Kriechöl. Und dann mit dem Dinitrol 1000, was er jetzt da versprüht, nach. Und das ML lässt man einfach eine Viertelstunde ablüften. Wie ist denn das mit dem Ablüften von dem ML? Normal herrscht ja Dauern und es steht ja immer auf die Verpackung, dann muss ich überall 24 Stunden warten. Gell? Nein, das ist ja eigentlich kein Epoxy und kein Rostumwandler. Mhm. Das ist nur ein roststoppendes Korrosionsschutzmittel. Es geht von einer Viertelstunde, halbe Stunde, je nach Verrostung. Es kann auch sein, einmal, manchmal, wenn ich feste Roststellen habe, dass es halt drei Stunden braucht. Verstehe. Aber das sieht man noch, wenn dieser so reinzieht und wenn da der ölige Film weg ist, nachher kann ich schon drüber überarbeiten. Könnte man so weit gehen, dass man sagt, ich brauche gar keinen Rostumwandler, wenn ich das ML als Primer vorspritze? Ich empfehle immer noch, Rost mechanisch zu entfernen. Das ist einmal die erste Linie. Nachher einen Rostumwandler verwenden, wenn das staub- und schmutzfrei ist. Um einen Rostumwandler bei verstärkten Verrostungen wäre ich nicht umgekommen. Passt. Dann haben wir das nur... Heißt, ich habe eigentlich die erste Schicht, ist der Rostumwandler. Als zweite Schicht kann ich das ML noch leicht benebeln. Und nachher mache ich einen Unterboden drüber. Habe ich eigentlich im Endeffekt drei Schichten. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, ein gebrauchtes Fahrzeug ist immer mehr Arbeit, viel, viel mehr Arbeit. Ja. Das weißt du selber, Gerhard. Ja, ja. Da bist du Profi. Mit den Entrostungen, ja. Also wir heute eine Neuwandkonservierung, die geht relativ schnell. Ja, das ist eine feine Arbeit so. Danke. Sieht man das ML, wie das ablüftet. Ihr müsst euch anschauen, ich filme jetzt mit der Hohlraumkamera, mit der Endoskopkamera in den Hohlraum rein. Die hat
bei der Firma, wo es in Kraft hat, also ein bisschen ein Schutzwerk, Unterboden, Hohlraumschutz. Aber ich möchte euch anschauen, wie das gemacht worden ist. Da ist also ein kurzer Spritzer gemacht worden und sonst nichts. Aufnahme läuft, seht's mal. Beim Toyota habe ich gesagt. Da sieht man also braune Spritzer, das sind nicht von uns. Ja, Michael? Nein. Das hat irgendjemand einmal versucht, ich sage einmal versucht, einen Hohlraumschutz zu machen, aber also jetzt könnt ihr euch wirklich auf niemanden verlassen. Da an der Decke sieht man Spritzer und das war's. Ja. Der Hohlraum ist leider einmal eingepufft worden mit irgendwas, wahrscheinlich mit einem Spray. Und das war's. Ne? Schaut aus, als wenn irgendwo eine Werkstatt oder eine Vorführung war oder ein Materialtest oder irgend sowas. Ja. Das hat nur ein Putz. Das hat überhaupt keinen Sinn. Nein. Da hinten ist schon ein bisschen mehr Lack her, aber das. Das untere, das glänzende, das ist eben schon unser Wachs. Das ist unser Wachs, ja. Das sieht man sehr gut. Das ist jetzt ein bisschen der Nachteil von dem Wachs, dass man es nicht sieht. Ja. Weil bei der Kamera. Das ist halt dann leider unsichtbar. Und da drüben sieht man es auch gut, da sieht man die braunen Spritzer. Und unser Wachs glänzt halt dann, wo also ich weiß nicht, da sieht man gut, wie das glänzt, was der Michel jetzt eingespritzt hat. Da sieht man sehr gut, ja. Und der Vorgänger hat nur so ein paar Spritzer eingebracht. Der hat wieder so eine tolle Hohlraumpistole gehabt, ja, mit der Sonde. Aber ich wette mal, dass die am Hohlraumschutz verrechnet wurden. Weißt du, das ist die Frechheit, gell? Du kannst echt niemand vertrauen, weil das ist das Schlimme. Da sieht man es da richtig an der Wand, wie fett du den Hohlraumschutz rein hast, Michel. Ja, ne? Ja, an der Wand ist so eine richtige Spur von der Sonde. Ja, genau. Da sieht man, wie fett das rein ist. Das ist ein guter Schutz. Ne? Und das oben sieht man es genau. Auch. Ja. Und was sind die Verlockungen? Doch, ja, denn die sind. Ja, genau. Das ist gut. Genau. Wenn die Bleche übereinander stehen, da habe ich richtig ein Holz. Ja, genau. Mehr brauche ich nicht. Das ist recht vollkommen aus. Mhm. Ja, weil der Vorgänger hat mehr ein paar Spitzen. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, obwohl es unfair ist, weil da hat sich sicher auch Mühe gegeben. Ja, geil. Das war cool, ja. Ja, passt. Vor allem, was jetzt da steht, dass ich drinnen mal dran ist. Ja, der Möbel ist leider. Das sieht man es gut beim Achs. Im Hohlraum innen passiert eigentlich das Gleiche. Ja. Gewaltig. Und man sieht jetzt da mit dem Telefon, du siehst schon die Blocklichter. Du siehst die Benetzung. Und das mal klären, wie man hört. Wenn ich überall verschreibe, wo es nicht sein muss. Und das bleibt mal stehen, also, oder? Das ist alles geschehen und das bleibt, oder? Bleibt man so stehen? Da wird man so wie ich gemacht. Ja. Richtig gut. Da hinten sieht man der Punktnummer, da ist noch zu wenig, da kann man zeigen, wie gut sein. Ja. Da ist Dann probieren wir gleich noch. Wunderbar.
Das war jetzt cool. Stellt auf die Airless. Jetzt haben wir eigentlich die Hohlräume alle konserviert. Die Zeit ist schon angelüftet. Jetzt gehen wir über zur Unterbodenversiegelung. Und das ist eigentlich jetzt unsere Airless-Pumpe. Das heißt, das ist eine, wird nur mit Luft betrieben. Das heißt, ich brauche die Druckluft nur, um den Motor zu betreiben. Habe dann eine Kolbenpumpe und mir druckt das Material. Ich habe vorne nur Material, man sieht es da gut. Da habe ich noch einen Schlauch, kommt nur Material und keine Luft kommt daher. Was da praktisch ist, das ist unser entwickeltes Z-Drehteil. Das heißt, ich drehe mir da einen Schlauch nie ein. Ah ja, das ist geil. Und da habe ich eine Schnellkupplung und kann da meine Düsen schnell ändern. Das heißt, eine Hakendüse oder eine gerade Düse oder eine Flächendüse. Die Pumpe wird betrieben, wie wir schon gesagt haben, mit Druckluft. Ist eine Übersetzung von 1 zu 26. Das heißt, wenn ich mit 3 Bar reinfahre, kommen ungefähr gut 70 Bar rausfahren. Ein bisschen einen Druckverlust habe ich durch den Schlauch, ist eh klar. Und dann spritze ich das eigentlich. Cool. Wie ich jetzt eigentlich immer vorgehe, das heißt, ich lasse mir das Auto noch mal ganz auf. Mache praktisch jetzt die ganzen Verwinkelungen überall, wo ich schwierig zukomme, spritze ich das eigentlich mit der Hakensonde vor. Passt da hinten rein und so. Das staubt fast nichts, gell? Nein, das ist eben, weil man eben gesagt hat, man kommt nur Material, man kommt eben keine Luft dabei, dann bin ich da staubfrei unterwegs. Staubfrei. Und die Zerstäubung ist auch schön so, ja. Da kann ich da wechseln, jetzt habe ich gewechselt. Ah ja. Eine gerade Düsen her. Eine gerade. Ich habe mir das viel, viel fetter vorgestellt, so viel, viel spuckiger, wie soll ich sagen. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht, ja. Ich tue einfach einmal eine erste Schicht. Ja. Das heißt, eine Grundschicht. Lass das ablüften. Da ist relativ ein schnelles Lösemittel innen, das lüftet schnell ab. Und nachher fahre ich nochmal mit der zweiten Schicht drüber und dann ist das genug. Und was da bei dem Material ist, sagen wir gleich, das ist eine ehrliche Konservierung. Also wenn ich jetzt da drüber spritze, beim Lack sieht man es da gut. Jetzt konserviere ich das. Ich sehe, wenn da trocken ist, sehe ich eigentlich nur den Untergrund und kann den Rost immer nur ein bisschen beobachten. Aha. Das heißt, ich mache nicht zu mit so schwarzen Unterbodenschutz oder was, wie es auch gibt. Da sicher habe ich das eigentlich auch ein bisschen im Überblick. Stimmt. Ja? Ja. Was auch noch ganz fein ist, das ist der Kombischlauch. Alles mit Schnellkupplung. Steckt das da rein. Ah ja, kannst du arbeiten wie mit der Druckbecher. Und dann ist das wieder, der hat sein Gerät, wie er gewohnt ist, mit seiner Haken und mit seinem Schlauch und dann kann er konservieren. Jetzt werde ich es noch ein bisschen testen und dann werden wir natürlich ein bisschen laut tauschen. Genau. Also das ist einmal erstens vom Lärm her viel weniger. Es ist nahezu staubfrei. Ich meine jetzt den Spritzstaub. Also das sind einmal die zwei Vorteile. Ich habe eine mit der Luftspritze und mit der Druckbecherpistole ziemlich ein lautes Zischen dauernd von der Maschke, von der Luft. Und natürlich auch viel mehr Spritznebel. Aber ich stehe jetzt da ohne Maschke und tue filmen. Und ich rieche fast nichts. Ich tue da auf Deutsch gesagt jetzt Material versprühen. Au, gibt's da kommt jetzt. Gibt es verschiedene Düsen? Ja. Und da kannst du jedes Material versprühen. Jedes Material versprühen. Da kommt jetzt meine Hauptfrage: Kann ich mein Seilverdamm mit dem spritzen? Kannst du auch verarbeiten.
Da lacht wieder einer und ist wieder einer zufrieden. Ja. Aber für das haben wir ja gesagt, wir schauen uns die ganzen Geräte und die Werkzeuge an und ich werde das zeigen und du weißt, wie überzeugt sein. Ja, ich denke schon. Von der Airless bin ich mal jetzt schon ziemlich beeindruckt. Mal schauen mal, wie geil das auf die Fläche geht. Wahnsinn da. Und noch das ist ja überhaupt nicht vorgewärmt, nix. Wir haben jetzt da knackige 0 Grad ungefähr. Ja, ich glaube mal so 5 bis 7 Grad haben wir rum, oder? Schätze ich mal. Bei minus 3 habe ich angefangen abdecken und jetzt ist es, weißt recht, ein paar zarte Plusgrade werden es schon sein, gell. Gut, jetzt nochmal schnell zur Vorführung, dann lassen wir natürlich einmal einen Gehör probieren. Ich kann jetzt den Kombischlauch da natürlich wieder ankuppeln. Und dann nehme ich eine Flächendüse. Flächendüse. Boah. Das heißt, die hat eine Wendefunktion in Pfeilrichtung. Das stäubt sie schön. Und wenn ich sie umdrehe oder eine kurze Verstopfung habe, ich sehe das relativ schnell, wenn ich kein schönes Spreebild habe, kann ich sie schnell durchreinigen. Durchreinigen. Aha. Da stelle ich wieder auf Zerstäubung. Und da kann ich jetzt eine schöne Fläche konservieren und wieder relativ schnell. Wow, das ist super, ja. Wow. Und ich glaube, Gerhard, du bestätigst mir das vom Nebel ja, ganz fast, besonders. Fast nichts, ne? Und so wie da der Einstieg, ganz einfach zu bedienen, das wird beim Lagieren, die startet. Setz einmal an. Die Flächen, die es macht, mega Flächen, na schau. Boah, da spritze ich normal 10 Minuten bei dem. Und das ist für die erste Schicht ausreichend. Den lasse ich noch abliften, wie wir schon gesagt haben. Dann gehen wir mal drüber. Also ich kann mir jetzt so für mich jetzt vorstellen, dass man mit der Flächendüse, dass man zuerst einmal, genau wie er das jetzt gemacht hat, da in die ganzen Verwinkelungen mit der Hakendüse mal vorspritzt, dann mit der Flächendüse und dann noch ein drittes Mal kontrolliert, ob man alles erwischt hat. Mit der Hakendüse vielleicht dann nochmal oder so. Oder mit der Geraden, weil so grob drauf, das hat mich immer sehr gestört. Mit der Hakendüse, da musst du dich so verbiegen. Speziell da vorne bei den Federbeinen, da schaue ich ihm noch gar zu. Da auf. Also das ist mit der Hakendüse sehr mühsam. Und da hat er also ganz eine Gerade, die sehr schnell zum Wechseln geht. Eine gerade Düse, eine Hakendüse, eine Flächendüse. Wenn das jetzt nicht zu teuer ist, dann muss ich das fast investieren in meinen Betrieb. Das ist richtige Verbesserung. Also ich bin ein bisschen baff von der Schnelligkeit, mit der das Ganze da zum Spritzen ist. Das ist fantastisch. Weil das sind jetzt wirklich tiefe Temperaturen und das Fluid, das habe ich schon einmal gehabt, was du da hast, für den Herrn aus Natters. Okay. Ja, und das habe ich fast nicht gespritzt, gell. Das hat mir alles verpickt und das geht ja da total easy. Das Problem ist eigentlich, bei den meisten Produkten, egal was das jetzt ist, wenn ich bei solchen Temperaturen mit einem Druckbecher oder mit einer billigen Stahlschlagschutzpistole das verarbeite, ich habe immer beim Material Luft dabei. Mhm. Und was habe ich jetzt? Eine kalte Luft. Sehr kalte Luft. Bei dem System habe ich keine Luft. Mhm. Weil da habe ich nur Material. Da wird mir das Material unter Druck gesetzt, auf Deutsch gesagt, und ich zerstört das und habe keine Luft. Und jetzt werde ich einmal übernehmen. Bin ich schon gespannt. Und das ist eigentlich jetzt von der Stärke genug für die erste Stärke. Vor allem ist das so ein ruhiger Job, das machen wir. Ja, ja. Ein ziemlich ruhiger Job. Ohne Laut, ohne. Ja, es ist ein irgendein Stressfeier, wenn es sich verlaut ist. Werkzeug für Profi und ein Profi ist gerade beim Arbeiten damit. Das
also der Strahl, gell? Das ist so geil, Brat. Ja, ja. Grüß dich, Gerhard. Hi. Also der Michael ist ein super Typ, gell? Weil der hat jetzt gesagt, Gerhard, jetzt gehst du her und tu schon mal das Seil für deine. Jetzt weiß ich leider nicht, wie ich das rausbringe, weil auf das war ich nicht vorbereitet. Jedenfalls da wir jetzt das Seil fährt rein und nachher schauen wir, wie die Erles mit dem Seil fertig wird. Schauen wir, ob das geht. Das ist das Wachs und das ist Seilfett. Rein optisch ist nicht viel Unterschied. Aber nach dem Abliften ist sicher ein Unterschied, weil dann ist das trocken und das ist noch nass. Jetzt will ich wieder mal spritzen. Darf ich auch wieder mal? Also das war jetzt der Profi von DKS bei mir und ich kann euch jetzt schon verraten, also die super Erles Pistole, die muss ich haben, da kann ich nicht widerstehen. Vom Preis hat er sich auch noch ein bisschen drucken lassen, Dankeschön. Das haben wir da gehört, ein bisschen was geht über. Vom Material her bleiben wir mal beim Seilfett, mit Ausnahme von den Hohlräumen, da hat der Michael natürlich viel bessere Materialien. Nee, danke. Da bin ich echt froh, dass er mir das alles genau gezeigt hat. Und ich kann das ganz dünne Kriechöl auch ein bisschen mischen. Hat immer noch eine super Kriechfunktion. Und auch das mit dem Primern gefällt mir gut. Das ist gewaltig. Ja. Ich war halt mit einem Rostelmann dahergegangen, hätte keine wieder Stunden warten. Ja. Mit meiner Heizlampe zu, wie Harzen und so. Aber so ist das in einer halben Stunde abgelüftet. Das wird dann so schön matt. Genau. Und dann kann man die zweite Schicht drüber tun. Ja. Das finde ich echt super. Danke fürs Kommen und ich freue mich schon auf die neue Erles für dich. Bitte gerne, Gerhard. Hat mich auch gefreut. Hat man miteinander, war für mich auch wieder Erfahrung. Ich muss sicher wieder viel probieren und ist mal wieder einen Schritt weiter. Danke für deine Unterstützung, dass du das Auto zur Verfügung gestellt hast und ist für uns auch eine Bereicherung. Gell? Ja, gern. Und ich möchte sofort so mal deine Materialien probieren. Ich da werden wir mal was bestellen und mal probieren, vielleicht ein bisschen vergleichen. Ja. Und vielleicht kriegst du ja wieder mal. Wenn du ein neues Produkt hast oder so. Ne? Kein Problem, gern. Ja. Etwas herzuankommen immer. Letzte. Aufdringlich sind wir nicht. Das ist unsere Firmenstrategie, das tun wir nicht. Wenn das du irgendeine Hilfe oder was brauchst, sind wir gern da. Danke, wir suchen eine Lösung oder wir finden eine Lösung, aber mit dem nichts aufdringen und das will man nicht. Das muss ich echt sagen. Der gute Michael, der hat mir nichts eingeredet. Nichts. Der hat mir Sachen erklärt, Sachen gezeigt, meine ganzen Fragen beantwortet. Aber er hat mir nie gesagt, du brauchst das oder du solltest das nehmen. Hat er nie gemacht. Danke, das war echt gewaltig. Das ist ja immer so. Klasse. Ja. Ja. Und dann werde ich ja gerne mal deine Materialien probieren. Wenn ich mal wieder was brauche oder für einen speziellen Kunden, weißt, oder für ein spezielles Auto. Ja. Das ist immer. Und dann mal was aufgetan oder so. Ne? Für das sind wir da und ich sage immer, Rost oder Behandlung ist aber das Beste, wenn man es umschauen kann. Man schaut das um miteinander, beurteilt das, dann kann ich da sagen, das Material ist für das gut, das nehme ich für das her, das nehme ich jetzt eher für sowas. Das ist am besten vor Ort und für das sind wir im Außendienst tätig. Und das hast du ja getestet, die Materialien. Es ist einfach Bescheid, gell? Ganz genau. Alle Materialien und was wir verwenden, sind getestet, sind auch geprüft. Ich kriege dauernd Fragen oder dauernd Bemerkungen auch, dass man das ja nicht machen kann, weil das alle Gummi angreift und Gummi aufquellen lässt. Nein, überhaupt nicht. Die Materialien, oder was wir halt, das Kombiwachs, was wir verwendet haben, ist auch geprüft für Bremsschläuche, Elektroleitungen, hydraulische Leitungen. Das tut nichts, das greift nichts an, kein Gummi und so weiter. Ist alles getestet und geprüft. Für das gibt es auch unsere Sicherheitsdatenblätter und technische Datenblätter. Da ist das alles außer zum Auslesen. Wenn du da irgend sowas brauchst, unterstütze ich dich ja gern. Kriegst du. Fein. Klasse. In diesem Sinne, danke nochmal. Bis zum nächsten Mal, Gerhard. Hab mich gefreut. Bis zum nächsten Mal, ja. Schönen Feierabend und alles Gute. Und wir bauen jetzt den wieder zusammen.
Ja, der Michel ist wieder heimgefahren und wir schauen uns jetzt nochmal an, das Ergebnis, wie der jetzt ausschaut. Ist leider schon ein bisschen dunkel und eisig kalt außen. Boah, ist so extrem kalt. Ja, schaut echt klasse aus. Eine ziemlich fette Schicht mit der Airless-Pistole. Aber ist das nicht ein Hammer, was die für eine Schichtel macht bei der Kälte? Und du hast fast keinen Sprühnebel so im Raum, gell? Das ist alles schön am Auto und nicht irgendwo, und nicht die ganze Werkstatt eingefettet, gell? Das ist jetzt übrigens Seilfett. Das sieht man wirklich an der Farbe gleich, gell? Ich werde jetzt den zusammenbauen, aber über Nacht lasse ich ihn jetzt auf der Bühne. Und dann lüftet das Wachs ab da. Und dann können wir das morgen nochmal antippen, wie das ist. Weil momentan ist es schon noch sehr klebrig. Da ist jetzt einmal noch kein Unterschied zu meinem Seilfett. Aber es ist klasse, gell, dass wir jetzt den Unterschied auch sehen. Zum Spritzen geht das problemlos, wunderbar. Also, die Pistole ist eine Wahnsinnsverbesserung. Da bin ich echt froh, dass ich die jetzt kaufe. Weil ich werde mich doch mehr oder weniger immer mehr einsteigen, da in die Unterbodenschutzarbeiten. Aber ist das nicht der Wahnsinn? Angefangen habe ich mit der Baumarktpistole da um 15 Euro, oder? Ist das nicht gewaltig? Dann die Druckbecher. Und jetzt Kaffee um. Ich darf keinen Preis sagen, habe ich mit dem ausgemacht, gell. Aber es sind halt, kann man sich vorstellen, über 1000 Euro, was so eine Pistole kostet. Aber es ist wirklich ein Vorteil. Erstens vom Kompressor her, vom Luftverbrauch, vom Energieverbrauch vor allem, weil der Kompressor läuft mit einem 400 Volt Motor 3-4 Stunden durch. Und das ist dann nimmer. Die Airless, die baut mit Luft einen Druck auf in dem Schlauch und den haltet sie konstant und so funktioniert das irgendwie. Geht bei weitem weniger Luft drauf und bei weitem weniger Kompressorenergie. Ja. Und das war's dabei bei meiner Entwicklung. Finde ich irgendwie lässig. Und ich freue mich schon auf die neue Pistole nächste Woche. Bekomme ich die. Und dann werde ich so, schätze mal, tief einmal so ab Mittwoch dann schon die ersten Auto einfetten mit der neuen Airless-Pistole. Thank you.
So, jetzt ist der Tag beendet. Es hat mir so Spaß gemacht, mit dem Michael da heute zu arbeiten. Vor allem, weil es ist ein Profi, der kennt sich aus mit dem Material, mit dem Werkzeug und hat. Und der sagt zu mir, na, ich bin der Profi, das hat mir total Spaß gemacht. Das ist so ein feiner Kerl. Ich freue mich auch mit der Firma zusammenarbeiten, mit der DKS. Die sind ja nur 30 oder 40 Kilometer von da weg. Das ist für mich ein unschätzbarer Vorteil, weil wenn da mal was kaputt ist bei der Pistole, der steht in einer Stunde da, wenn ich anrufe und bringt mir ein Ersatzteil oder so ein Leihgerät, dass ich weitermachen kann. Und also das muss schon rundum passen, gell? Das ist schon fein. Die habe ich jetzt gekauft. Ja. Und ich lasse mir von den Kombibox mal so ein 60 Liter Fass bringen. Boah, das kostet Salavin. Aber ich kann ja noch bis Weihnachten fleißig sein und das verdienen. Aber der ist jetzt fertig, das ist auch cool. Das gefreut mich auch. Ah, schau, was ich vergessen habe. Das hat er echt schön abgedeckt, der Michael. Kann ich mir mal ein Beispiel nehmen. Man muss da auch schon auch besser abdecken, auch, gell? Weil mit der Alice ist das nicht mehr so ein präzises Arbeiten. Da kommt so viel daher, da hast du echt einen Stress, dass du weitergehst. Gell? Du bist aber auch viel schneller, muss man sagen. Gell? Aber ich gehe mit meiner Druckbecherpistole dann nochmal nach, weil du kannst dann gar nicht so alles genau perfekt erwischen, weil du musst immer weitergehen, sind schwer zu viel Material, weißt du. Aber ich habe jetzt das erste Mal gemacht, ich musste erst ein Feingefühl kriegen dafür, gell? Das ist halt auch, für alles brauchst du ein Gefühl, ne? Also, das wird schon werden, ne? Aber der ist jetzt fertig. Hat das durchlassen? Nein, das ist Wasser. Aber Wahnsinn. Ja, das ist Wasser. Interessant, gell? Das kommt irgendwie vom Auspufftopf aus. So, dann haben wir den Tag heute erfolgreich hinter uns gebracht. So, ja, das wehrt sich noch. Aua, jetzt bin ich wieder voll fettig, gib mal, geh, mischt, pfui. Wahnsinn, ja, irgendwie eine lässige Farbe, das Braun. Da vorne ist das Grün, das Seilfett. Ist echt interessant. Also danke fürs Reinklicken, wieder so lang das Video schauen. Und bis nächste Woche kommen wieder neue Videos von Autos einfetten. Danke, tschüss. Das war gestern und heute schauen wir uns das nochmal an, wie das über Nacht abgelüftet ist. Das ist jetzt das Wachs von Michael. Durch die Kälte ist es jetzt vielleicht noch nicht ganz perfekt, aber es ist relativ trocken. Gell? Also ich kann draufgreifen, ohne dass ich bicken bleibe. Gell? Das geht. Also das ist schon eine feine Sache, so wenn das einer nicht mag, gell, dass das so bickt, dann kann man das auch anbieten. Und da ist mein Seilfett. Oh ja, sieht man das? Und das bickt noch ganz voll, also wie gestern. Ja. Das ist halt der Unterschied zwischen einem Wachs mit Lösemittel, was abtrocknet, und einem Seilfett, das so bleibt, gell. Sieht man das, ja. Aber es ist irgendwie eine schöne Variante. Eine weitere Möglichkeit praktisch, was man anbieten kann, gell. Haben wir das auch gesehen? Tschüss dabei. Kalt ist.